Servus Leute, hier ist der Thomas und heute stelle ich euch den zweiten Teil der Diätmythen vor, also 4 bis 6. Gehen wir gleich los. Diätmythos Nummer 4: Kohlenhydrate machen dick. Das stimmt natürlich nicht. Ich finde oder bin der Meinung, dass die Menge das Gift macht. Aber für eine Diät ist meiner Meinung nach das Kaloriendefizit entscheidend. Bei der Low Fat zum Beispiel, wo man viele Kohlenhydrate zu sich nimmt und wenig Fett dafür, sind zum Beispiel 50% Kohlenhydrate fast normal. Ja, das sind bei manchen zwischen 300 und 500 Gramm Kohlenhydraten. Also das ist schon ein Widerspruch an sich, dass Kohlenhydrate dick machen sollen. Vor allem braucht ihr für eure geistige und physische Leistungsfähigkeit Kohlenhydrate. Man merkt es zum Beispiel bei einer Low Carb oder No Carb Diät, dass nach den ersten paar Tagen schon die Leistungsfähigkeit und die Im Studium merkt man das vor allem, dass die Gewichte nicht mehr so leicht bewegt werden können und nicht mehr so viel Gewicht. Und dass man ab und zu mal verpeilt ist, weil das Gehirn schon mindestens 70 Gramm Kohlenhydrate braucht. Und wenn ihr noch viel denken müsst, zum Beispiel in der Schule, dann braucht ihr noch mehr. Deswegen fühlt man so eine Träge und so eine Müdigkeit. Vor allem sind Kohlenhydrate primärer Energielieferant, also bevor Fette und Eiweiße in Energie umgewandelt werden, werden Kohlenhydrate in Energie umgewandelt und deswegen sind Kohlenhydrate auch so wichtig für den Körper. Kommen wir zu Mythos Nummer 5. Und zwar hier kommt das Gegenteil: Fette machen dick. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die Menge das Gift macht. Gesunde Öle und Fette aus zum Beispiel Raps, Olivenöl oder Fischöl sind sehr, sehr wichtig für den Körper. Diese Öle und Fette nutzt der Körper für seine eigenen, sag ich mal, Prozesse, zum Beispiel die Hormonbildung beim Mann ist es das Testosteron. Fischöl kann sogar die Fettverbrennung anregen und den Muskelaufbau beschleunigen. Also kann. Die gesunden Fette sind auch sehr, sehr wichtig für die Organe und für die geistige Leistungsfähigkeit. Transfette zum Beispiel, wie aus Frittieröl und so weiter, sind für den Körper essentiell nicht wichtig, da der Körper diese nicht für die eigenen Prozesse braucht, sondern diese dann wirklich als Energiereserve abspeichern kann. So, kommen wir zum Mythos Nummer 7. Und zwar, kleine Mahlzeiten und öfter sind besser als große Mahlzeiten und dafür seltener. Für den Körper ist, wie gesagt, nur das Kaloriendefizit entscheidend. Ob ihr jetzt 20 Mal am Tag isst oder zweimal, ist wie gesagt für den Körper nicht so wichtig. Hauptsache, ihr seid im Defizit, dann nehmt ihr ab. Viele argumentieren damit, ja, wenn man öfter kleine Mahlzeiten isst, dann ist der Stoffwechsel aktiver. Und das ist aber nicht der Fall. Es wurde noch nie bestätigt. Das ist wie beim Autofahren. Wenn ihr viel Gas gibt, verbrennt ihr viel Energie. Wenn ihr wenig Gas gibt, verbrennt ihr weniger Energie. Das ist auch beim Körper. Eine kleine Mahlzeit führt eine kleine Stoffwechselansteigung hervor, eine große Mahlzeit dementsprechend eine größere. Kleine Mahlzeiten haben auch eigentlich eher den Nachteil, dass sie den Appetit anregen. Jetzt überleg mal, du bist hungrig und isst jetzt zum Beispiel einen Apfel. Was passiert? Du hast danach nur noch mehr Appetit und noch mehr Hunger. Und diese kleinen Mahlzeiten befriedigen dich nicht. Ja, du hast praktisch das Gefühl, dass du immer hungrig bist. Und ich finde, das ist in einer Diät ein großer Nachteil. Deswegen tendiere ich und empfehle ich auch lieber zwei bis dreimal am Tag lieber richtig anständig zu essen, dass man richtig satt ist. Weil dann fühlt man sich auch nicht so, als ob man auf einer Diät ist und auf irgendwas verzichten muss. Weil man im Prinzip immer satt ist. So Leute, danke hierfür, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Mythos 7 bis 10. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.